Spitzenspiel am Freitagabend. Viktoria Köln empfing den ersten FC Saarbrücken. Der vierte gegen den ersten. Ja, die Mannschaft von Lukas Kwasniok kam als Tabellenführer. Das Spiel auf Augenhöhe bis zur ersten Schlüsselszene. Da kommt der Aufsteiger aus Saarbrücken über Perdedei. Sehr agil. Schipnowski zieht die Flanke rein und plötzlich ist er bei dem Tor. 1-0 Saarbrücken, 24. Minute und er hat es gemacht. Gottschling, es war ein Eigentor. Der Aufsteiger in Führung, Schipnowski mit ganz starkem Einsatz. Bedient von Perdedei zog er diese Flanke einfach scharf nach innen und dann kann sowas passieren. Schipnowski mit dem Assist, schon sein 8. Scorerpunkt in der Saison. Also, der Tabellenführer in Führung und allerbester Laune. Dann die Viktoria mit Marcel Risse und Lorch. Der Sechser schließt ab. Gutes Ding von ihm in der 38. Minute. Das war die erste gute Chance für die Kölner. Ansonsten blieb es ein enges Spiel kurz vor der Pause. Dann wieder ein Aufreger. Zellner mit dem langen Ball. Militz ist draußen, blockt den Ball ab und ist dann mit der Hand dran. Da blieb außerhalb des 16ers Schiedsrichter Sören Storks keine andere Wahl, als Kölns Torhüter glatt rot zu zeigen. Entscheidung völlig in Ordnung. Lange Ball auf Schipnowski. Militz räumt Holthaus ab und dann ist er dran mit der rechten Hand. Eine eindeutige Entscheidung. Natürlich bitter für die Kölner. Bei denen kam jetzt Yannick Bangso, 22 Jahre ausgeliehen von Eintracht Braunschweig. Sein zweites Spiel in der dritten Liga. Sein erstes für Viktoria Köln. Kölns Kapitän Wunderlich verletzt auf der Tribüne. Wie läuft's für die Viktoria in der zweiten Hälfte in Unterzahl? Erstmal kam der Gast aus Saarbrücken, Wunjudika. Ball weitergeleitet zu Schipnowski und das war der Punch in der 47. Minute. Das 2:0 direkt nach ein paar Sekunden in der zweiten Hälfte für die Gäste. So toll vorbereitet. Hier mit der Hacke durchgesteckt von Jänicke und Schipnowski trifft sein 9. Scorerpunkt, sein 5. Tor in der laufenden Saison. Das war ein Paukenschlag. Und ab da spielten es die Saarbrücker im Stile einer Spitzenmannschaft. Mit ganz viel Ballbesitz, Spielkontrolle und ab und zu mit Abschlüssen Perdedei hier in der 52. Minute dem 3:0 sehr nahe. Ein absolut überzeugender Auftritt der Saarbrücker, die Uhr runterspielten und die hinten nichts zuließen. Die Kölner in der zweiten Hälfte ohne Torschuss und dann das in der 81. Sieten. Fast mit einer Chance, aber Sie haben es gehört, abgepfiffen wegen Abseitsposition. Es war eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichterteam um Sören Storks, denn der Ball kam vom Gegner, keine Abseitsposition. Jetzt kam also auch noch Pech dazu für die Viktoria. Alles weitere, klare Spiel- und Gegnerkontrolle des souverän auftretenden Aufsteigers und Tabellenführers Barilla mit einer weiteren Chance hier zu erhöhen. Und dann war das Spiel aus. 2:0 für Kwasniok Saarbrücker. Der dritte Sieg in Folge, der dritte Auswärtssieg im 5. Spiel. Haben aber natürlich bei beiden Toren das dann schon exzellent herausgespielt und in der zweiten Halbzeit dann mit dem frühen 2:0 natürlich Ball und Gegner dann auch gut laufen lassen. Ja, wir haben nicht unsere Topleistung abgerufen gegen so eine Spitzenmannschaft. Das reicht nicht. Also definitiv. Und wir haben leider Gottes durch ein Eigentor, durch rote Karte viel zu früh das Spiel schon fast im Kopf verloren gehabt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und ich denke, es passt einfach nicht nur die Mannschaft, über die natürlich am meisten geredet wird, sondern auch das Team dahinter, Co-Trainer, Trainer, Physiotherapeuten, Zeugwart, Torwarttrainer, alles drum und dran. Das passt einfach perfekt und ich denke, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Saarbrücken marschiert weiter als Tabellenführer und als bester Drittliga-Aufsteiger jemals. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.